Oh yes! Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Und zwar habe ich für euch ganz exklusiv einen Cannabis-Drink. Lemon Mint. Also, bleibt dran. Yo, Cannabis, Vitamins, 250 Milliliter, 20 Milligramm, irgendwas. Woher kommt denn der eigentlich? Ich glaube, der kommt aus Polen. Ich glaube, der kommt echt aus Polen. Ha, was es nicht alles gibt. Ein Cannabis-Drink. Ja, Kalorien hat er, 47 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Was eigentlich gar nicht mal schlecht ist. Dafür hat er Zucker und zwar 10,8 Gramm. Zucker hat er, also sehr zuckerlastig wahrscheinlich. Ja, gut, Zucker ist ja ein Geschmacksträger, von daher, naja. Jetzt müsste ich mal wissen, ob da irgendwie, das ist schwer zu lesen. Ah, Koffein ist auch drin, 32 Milligramm auf 100 Milliliter, das ist natürlich auch an der Grenze. Mehr darf es in Deutschland nicht. Jetzt ist die Frage für mich, ist da auch Taurin drin oder sowas? Das kenne ich ja natürlich nicht. Koffein ist drin. Ja, aber es scheint kein klassischer Energy-Drink zu sein. Es scheint wirklich kein klassischer Energy-Drink zu sein. Ja, das Design ist aber irgendwie schrullig und dadurch auch wieder irgendwie klasse. Hier hast du zwei Augen, hier hast du noch ein Auge, das sehende Auge oder was. Dann diese eigenartige Schrift, Canna, dann Großcreme Biss Drink. Naja, das ist mir auch schon runtergefallen. Naja, fand es keiner am Start, also machen wir mal auf. Oh, das klang jetzt nicht so überzeugend, das klang, als ob man irgendwie so eine Essensersatz-Dings aufgemacht hat, so eine Dose. Naja, gut. Es riecht nach Lemon und es riecht krass nach Minze. Und es riecht nach Hasch. Und glaub mir, ich kenne den Geruch. Ich habe als Jugendlicher habe ich es mal probiert. Ich habe dann gesagt, nee, das hat nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Was ist eigentlich schon wieder mit meiner Kamera los? Kann man die nicht irgendwie so ein bisschen runter machen? Doch, kann man. Gut. Ja, und es hat nicht die Wirkung gehabt, die ich mir davon erhofft hatte. Und damals war das Zeug so teuer mit 10 Mark Programm oder was. Und dann, also, wenn man davon nur duselig wird so ein bisschen und man kriegt Hunger, nee, das muss nicht sein. Muss ehrlich nicht sein. Gut, das riecht nach Hasch. Schenken wir ein. Oh, und das ist jetzt mal, ja, also das ist jetzt mal vom Aussehen her eines der coolsten Getränke, die ich je getrunken habe. Das ist original, also zumindest wenn man es in die Sonne, ja auch wenn man es in die Sonne hält, sieht es aus wie vom Reanimator das Serum, was er den Leuten spritzt, damit sie noch Zombies werden. Ich feiere das so übel. Diese Farbe habe ich gesucht, finde ich so mega klasse. Ja, und hiermit ganz klar 5 Sterne vom Design her. Das feiere ich übelst ab hier. Ja, sieht aus wie bei den Ninja Turtles zum Beispiel hier. Ja, oder halt wie mich erinnert jetzt an den Reanimator. Das sind alte Horrorfilme. Wenn ihr das noch nicht kennt, guckt mal rein, das ist geil. Reanimator. Gibt's 3 oder 4 Teile davon. Okay, ich würde sagen, Prost. Es schmeckt. Ja, wie soll ich sagen? Es ist heute sehr heiß. Es schmeckt wie.
Es ist total. Was ist? Also das ist richtig pappig süß. Ich habe schon Sachen gehabt, die mehr Zucker hatten, die aber gleichzeitig nicht ganz so süß schmecken. Hier muss ich direkt Wasser nachtrinken. Oh. Weil ich sonst das Gefühl kriege, dass mir der ganze Mundraum zuklebt. Also es ist mega süß. Minze schmecke ich raus, ja. Lemon schmecke ich raus. Cannabis, also ohne den THC-Wirkstoff natürlich, schmecke ich raus. Aber ganz ehrlich, es gibt bessere Cannabis-Drinks. Ich würde sagen, der kriegt von mir 3 von 5 möglichen Sternen. Oh, weil er dennoch einigermaßen gut schmeckt. Nur halt, wenn die Süße nicht wäre, dann ist es immer noch süß. Wenn das ist zu süß, ja. Aber ansonsten, geschmacklich kommt der am Cannabis-Drink schon super nahe. Also so stelle ich mir den zumindest vor. Nur die ganze Süße, die verhaut das total. Also den als zuckerfreies Getränk würde ich wahrscheinlich sogar sehr gerne haben. Ja, und diese Augen, die gucken einen wirklich komisch an. Und das da unten auch, das guckt einen direkt an. Uah. Ja, ich würde sagen, kennt ihr sowas schon? Kennt ihr überhaupt Haschdrinks? Da ist kein THC drin. Also ich kann fahren, alles, alles machen, alles, alles, alles. Da ist kein Wirkstoff drin, der einen platt mischt. So, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich würde sagen, lasst ein kleines Like da, lasst einen Kommentar da. Na, da freue ich mich immer drüber und bis demnächst und gute Fahrt, Jungs und Mädels. Tschüss.